Leute, was geht ab, Leute? Hier? Es ist Montag, das heißt Max on Monday. Eigentlich das Highlight der Woche. Darauf freue ich mich jede Woche. Und immer mehr von euch. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr gemaxt habt. Und wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Ihr könnt euch schon denken, was wir heute maxen. Erstmal Sengo natürlich. 100er Sengo vom Event jetzt. Also nicht vom Event, den habe ich schon länger. Aber wegen dem Event maxen wir ein 100er Sengo. Screen Recorder läuft, ich habe es nur gerade nochmal gecheckt. So. Sengo allgemein. Immer relativ hoch. Bewertung wollte ich euch noch zeigen. 100er Sengo. Viele, die ich fange, über 2000. Richtige Kampfmaschinen eigentlich. Aber bin mal gespannt, wie hoch so ein Max-Sengo kommt. Und vielleicht ein kleiner Glücksfinger. Denn ich habe noch kein Shiny Sengo und kein Shiny Vibitis. Aber ja, mal. Keine Ahnung. Hoffentlich kommt noch ein Sengo, Vibitis. Die Chancen sind limitiert. Ich treffe mich gleich noch mit einer Kollegin. 3, 6 kann ich mir vielleicht noch abholen. Aber das war's dann auch schon. Also da rechne ich nicht mit einem Shiny. Aber Sengo versuche ich auf jeden Fall noch einen zu besorgen. Wenn nicht, dann ab in den Bus. 62er, der Shiny Bus. Bin gespannt. Beide zum Glück relativ hoch. Also jetzt meine Sengo und Vibitis. Wir geben hier wieder diese Woche nicht allzu viel Stopp aus. Und irgendwann jetzt Oktober möglicherweise ein neues Sternstopp-Event. Starstrike Blast. Oder Stardust Blast. Starstrike Blast war ein Booster-Set von Yu-Gi-Oh! Dann können wir auf jeden Fall wieder mehr maxen. So eine richtig fette Session. Fehlt ja nicht mal viel. Gen 1. 9 Pokémon, glaube ich, noch. Das hier, das hat jetzt nicht mal 200.000 gekostet, oder? Wobei die teuren Push kommen noch, also könnte sein, dass wir die 200.000 noch knacken. Aber ich glaube nicht. Startet mit 5,6 Millionen ungefähr. 130 haben wir jetzt ausgegeben. 140. 150 ungefähr. Naja, schon knapp. 170 geben wir aus für den. Und Max WP 2418. Dann. Nächster Kandidat. Vielleicht auch da ein Glücksbringer, wenn wir den maxen. Auch relativ hoch. 1895 schon. Ein V-Check für euch. 100%. Damals noch, wo es den zuerst bei uns gab. Dann haben die hier einmal gewechselt und Sengos rübergekommen. Und Vibitis gegangen. Das ist auch schon Ewigkeiten her und seitdem, ja, haben die nie wieder gewechselt. Und ich denke mal, es dauert auch eine Weile, bis sie jetzt wieder wechseln, weil wir hatten jetzt gerade dieses Event. Macht natürlich wenig Sinn, dann relativ zeitnah nach dem Event dann zu wechseln. Punkt 2000. Nicht schlecht. Und als letzten Kandidaten, ich pushe immer 3 für Max on Monday. 1 von Gen 1 halt, damit das die Liste dann langsam abgearbeitet wird und wir dann Gen 1 komplett auf Max haben. Und ich habe mich für Pummeluff entschieden. Grüße gehen raus an H-Box. Und letzter Push, 2105, Max Vibitis. Oh, ich glaube, es ist ein Knuddeluff jetzt. 631. Wie viel Bonbons habe ich überhaupt? Dann kann ich, glaube ich,
einmal dieses Pummelhof entwickeln und schauen, ob das höher wird als der andere. Und je nachdem entwickle ich halt den, der mehr WP hat. Und dementsprechend ich weniger Staub ausgeben muss. Und? Ah ja, ein bisschen gespart. Oder? Ah ja, sogar relativ viel gespart. Gut, dass ich den entwickelt habe. Für euch nochmal hier die Bewertung. 100er Pummelhof. Auf geht's. Das war eine billige Runde. Das war ein guter Max on Monday. Drei relativ billige. Wenn wir Glück haben, und ich glaube wir haben, dann fallen wir nicht mal unter die 5 Millionen. Und dann haben wir natürlich noch eine Box am Start, wie jeden Max on Monday. Eine Tradition. Knuddeluff an sich auch ein cooles Pokémon, eigentlich auch gut zum Arena verteidigen, also den werde ich auch vermehrt jetzt in Arena stellen. Ich habe sogar einen Shiny Fluffluff, fällt mir gerade ein. Könnte ich auch irgendwann mal entwickeln. Shiny Update muss auf jeden Fall dem jetzt kommen, weil ich habe eine Menge neuer Shinies. Kommt der nicht mal über 2000 oder was? Kommt der nicht mal über 2000? Krass. Ein gutes Jahr. 1926. 100% Knuddeluff auf Max. Das war's von Max on Monday, Leute. Zeit für die Box. So, Grüße gehen raus an Woodbox. Ihr wisst Bescheid, jeden Monat eine Box bezüglich Gaming, Geek und Nerd-Stuff. Und Anime-Zeugs natürlich. Anime, Alter. Neuestes One Piece Chapter. Gönnt euch. Anime-Onlys. Steigt um auf den Manga. Zusätzlich, nicht nur den Manga. Könnt ihr weiterhin die Episoden schauen und den Manga lesen, weil zu episch. Auf jeden Fall, Link ist in der Beschreibung zu der Box. Vielen Dank wie immer. Wir haben hier. Batman Schlüsselanhänger. Nice. Der ist edel. Hört man zu? Der ist edel. Nochmal für euch genauer. So. Ein Bandana? Weißt du gerade nicht von was? Irgendwas? V, Vendetta, Schwerter, Piraten. Naja. Dann haben wir wie immer ein Shirt am Start. Ich sehe schon, da steht irgendwas mit Gremlins. Was für Gremlins, Alter. Was für Gremlins. Diese Gremlins, okay. Der Film. Savage. Vielen Dank. Pin, oh, Pin, für meine Pinsammlung. Oi! Yo! Das ist der krasseste Pin, den ich bisher bekommen habe. Wenn ich mich nicht irre. Schreibt nur in den Kommentaren, wenn ihr wisst, was das ist. Falls ich mich nicht irre. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Soll ich das mal googeln? Ich google mal ganz, ganz schnell, ob es das ist, was ich denke. Und vergleiche das mal. Weil er hat nicht dieses an der Seite da eigentlich. Doch, 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 das ist sie. Yo, der Pin ist zu mächtig, Mann. Der Pin ist heftig.
diese Boxen haben immer eine Überraschung, die mir so abnormal taugt. Dann haben wir noch eine Q-Fig-Figur, Action-Figur, Sammelfigur. Lord. Der, dessen Namen man nicht sagen sollte. Lord Voldemort. Sieht er so aus? Ihr wisst, ich habe die Filme nicht gesehen. Ist das so ein Glatzkopf? Aber so in Aktion, das finde ich immer sehr cool bei Figuren. Nicht, dass sie einfach nur so dastehen, sondern so in Action, in Bewegung, Motion. Das finde ich sehr geil. Ja, wir machen eine coole Box. Vielen Dank. Link ist unten in der Beschreibung. Und wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, was ihr gemaxt habt. Das war's von mir und von Maxout Monday. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist jetzt Business.